Hallo Leute, wir sind wieder unterwegs, heute auf einer der Aachener Grenzrouten, genau genommen Grenzroute Nummer 5. Wir starten ab Köpfchen. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, kommt ein Stück mit. Hier hinter uns seht ihr jetzt wieder Reste des Aachener Landwehrgrabens bzw. eine Darstellung, wie dieser Graben mal war. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr mal reinschauen in unsere Videos zum Aachener Wald, da ist es genau erklärt. Ja, die Betonfundamente hier hinter mir, das sind die Reste alter Beobachtungstürme, die hier im Krieg im Aachener Wald gestanden haben. Auch dazu habe ich schon mal was in einem anderen Video gesagt. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut mal rein in die Geschichten des Aachener Waldes. Da sind so einige Sachen auch erklärt. Auch ein Bunker, da gehen wir gleich auch noch dran vorbei. Den zeige ich euch da auch ganz ausführlich. Wir werden uns gleich nochmal kurz von außen angucken. Weiter geht's.
Ja, wie ihr seht, zwischen ist der Bunker verschlossen, zugemauert. Es gibt noch zwei kleine Öffnungen für Tiere. Ich nehme an, das untere soll für Fledermäuse sein, wobei dicht über dem Boden, das ist eine blöde Idee. Ja, wie gut, dass wir da mal drin waren. Was man hat, hat man. As I do you get caught by your own thoughts like I do? Wonder what would happen if I showed these words to you. Wonder if you laugh at my simple poetry. Or even worse, would you look at me with pity in your eyes, saying I'm great, that you would like to be my friend? 'Cause you got something that my heart just can't. I've never felt before, and if you go, I wanna go there with you. I sometimes see you staring at the shadows on the wall. Ja, das hier hinter mir. Das ist ein alter Wachturm vom alten Aachener Landwehrgraben. Heute sagt man Alt-Linzens Häuschen dran. Das ist von 1499 das Teil. Sehr schön, war lange Jahre ein Restaurant drin. Jetzt im Moment ist es leider leer, ist zu vermieten. Also wenn jemand von euch Lust hat, Ausflugslokal, wäre doch was. Ja, aber warum heißt das Ding eigentlich Alt-Linzens Häuschen? Hier gab es damals einen Turmwächter, einen Wächter dieses Wachpostens. Der hieß Laurent Sebastian und ja, der war wohl nicht der Größte. Und eigentlich sagte man immer, weil er auch hier wohnte, dass es der Lenzchen auf dem Turm war, auf seinem Wohnturm. Ja, und im Laufe der Jahre ist dann aus Lenzchen auf dem Turm Linzenshäuschen und nachher Alt-Linzenshäuschen geworden. Of mind, maybe not. Echt Wahnsinn, was hier alles beim Sturm umgekippt ist. Wahnsinn. Hier sind wir voriges Jahr noch gewesen, im Sommer irgendwann, glaube ich, weiß gar nicht. Da konntest du hier nichts an Häuser sehen. Und jetzt guckst du hier blank auf der Hot Volley. Also, nicht auf der blanke Hot Volley. Ihr wisst, was ich meine. Das hier hinter uns ist die Pionierquelle hier im Aachener Wald. Die wurde 1939-40 von deutschen Pionieren angelegt, vor dem Überfall auf die Niederlande und Belgien. Die haben hier ganz in der Nähe in dem Lager gelegen und das hier als Trinkwasserquelle genutzt. Heute ist es kein Trinkwasser mehr, steht zumindest dran. Ist zumindest laut Trinkwasserverordnung gilt es nicht als Trinkwasser, eignet sich aber noch wunderbar als Wasserquelle für die Hunde.
Ja, so ein sehr schöner Weg hier. Nur leider nicht den wir laufen sollten oder wollten. Wir mussten jetzt den eigentlichen Grenzroutenweg verlassen. Laufen jetzt einen Parallelweg, dummerweise einen Reitweg, aber es gibt ja keinen anderen. Unser Weg war gesperrt, der war komplett mit umgestürzten Bäumen versperrt und da hingen auch ein paar richtig schief noch in anderen Astkronen drin. Also absolut berechtigt die Sperrung. Ja Leute, wir sind gleich zurück am Auto und bevor es an der Straße zu laut und zu hektisch wird, möchten wir uns schon mal von euch verabschieden. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch genauso gut gefallen wie uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.